Guten Tag, willkommen zurück beim Xbox Front Twitch Stream mit einem GameCube-Spiel. Resident Evil 2. Ich habe gerade ziemliche Kacke gebaut. Ich habe nicht gespeichert und ich bin gestorben. Tödliche Kombination, aber das macht ja nichts. Ich weiß ja jetzt, was auf mich zukommt und bin deshalb bestens darauf vorbereitet. Was mich nicht davon abhält, wieder irgendeinen Blödsinn zu bauen. Sorde. Cosa, verarsch mich nicht. Das zieht nicht. Der Weak to Poison. There is no poison. Es gibt kein Gift hier. Es gibt nur Säure, Brand und normale Granaten. A Magnum? I didn't see any Magnum. Or didn't find any Magnum. Shit, und mein Inventar ist voll. Ich bin jetzt wirklich zu früh hier hingegangen. Da muss ich wohl mal ein bisschen was leerballern. Nehme ich mal die Pistole. Ist er tot? Ja. Wo ist der nächste? Schon tot. Eieiei. Hab ich ja schön verkackt. Nee. Naja. Was soll's. Oh, da lebt ja doch noch. Und da gibt er Ruhe. Ich baller jetzt ein bisschen mit der Pistole, um mal hier auch ein bisschen Platz im Inventar zu schaffen. Der ist tot. Oh, jetzt habe ich... Jetzt habe ich keine Muni mehr. Na gut. Oh, oh, geh zurück! Nein! Ah, Gott, verdammt! Pisper. Beide tot. Nein! Er knabbert mich wieder an! Okay, Volltreffer. Ah. Na gut, ich habe genug Heilung, was soll's, dann benutze ich die jetzt. Ich muss mein Inventar eh irgendwie ein bisschen Platz kriegen. So. War hier noch was? The base vessel must go inside. Okay, dann muss ich also nachher hier hin. Das ist ja schon mal ganz gut wieder zu wissen. Kann ich mir das ja mal merken. Ich nehme mich vorhin auch schon wieder vergessen. Hatten von euch alles Minecraft auf dem PC? Ich sag mal, wenn wir uns mal verabreden. Ich drück das jetzt mal weg, weil das kennen wir schon. Also wenn wir uns mal verabreden, wenn ihr mal Bock habt und dann würde ich auch mal eine Runde mitmachen, dann gucke ich, dass ich. Oh, das ist abgehauen, das Schweinegesicht. Dann würde ich gucken, dass ich den Controller zum Laufen krieg und dann würde ich das vielleicht auch mal streamen. Ich bin halt echt absoluter Minecraft-Anfänger. Aber ich habe ja hier noch einen zweiten PC stehen und dann würde ich mir mal Zeit nehmen und einen Server einrichten und dann könnten wir vielleicht mal online zocken. Also ich bin blutiger Minecraft, naja, nicht Anfänger. Ich habe schon ein bisschen was gesehen und kenne mich so ein bisschen aus, aber ich habe es halt auch echt nicht viel gespielt, weil
So alleine kann ich mich dafür nicht richtig motivieren. Aber wenn ihr Bock hättet und mitzocken würdet, dann wäre das schon mal eine Überlegung wert. Hast aber nur Nee, Kreativmodus spielen wir nicht. Also wenn dann schon richtig. Wenn dann schon den echten Shit. This sequence may not be aborted. I'm a pretty bored AI. Finally something is happening. Finally I can explode my really huge bomb. Ja, na klar, ey, ihr könnt mitmachen. Wichtig wäre, dass ihr Skype habt. Also ohne Skype geht dann gar nichts. Und ja, ein Datum kann ich euch jetzt auch noch nicht nennen. Weil ich eben erstmal gucken muss, wann ich das hinkriege. Ja, die Pistole kann ich dann ja auch mal hier lassen. Ne? Ich habe ja keine Muni mehr dafür. Gut, und wenn er jetzt hier mit mir fertig gequatscht hat, dann speichere ich nochmal. Also normalerweise hat doch so eine Selbstzerstörungssequenz auch eine bestimmte Zeit. 10 Minuten, halbe Stunde. Bei Star Trek. Ist mir jetzt so am ehesten bewusst mit den Selbstzerstörungssequenzen. Aber das war immer eine bestimmte Zeit. Und nicht einfach das Ding ist aktiviert und explodiert innerhalb der nächsten plus minus 3 Wochen. What are you gonna do? Wenn ich das mal wüsste. Woll speichern, na klar. Bowgun is just too terrible to take. Ja. Ja, richtig geil ist die nicht. Okay. Lass mich mal auf die Map kicken. Das ist nochmal hoch. Und dann kann ich ja, weil ich ja die Mo-Disc 4 finde, kann ich dann ja auch hier nach unten in diese Tür gleich rein. Das macht Kaboom, wenn der Letzte den Taster drückt. Ah ja. Server kann man kaum zusammen spielen. Naja, klar. Logo. Ich muss mal gucken. Ich habe noch nie probiert, so einen Server hier bei Minecraft einzurichten. Und den Controller muss ich auch erst. Also ich würde mal sagen, vor 2 Wochen geht nichts. Also dieses Wochenende kriege ich das nicht hin. Also vielleicht schon, aber ja, das muss dann auch alles ein bisschen in Ruhe passieren und das nützt dann ansonsten nicht so viel. Aber das läuft ja nicht weg. Und dieses Wochenende ist dann erstmal Dying Light. Bald kommt die Wolf. Hallo Pflänzchen. Scheiße, das gibt's ja nicht. Wie kann denn der Schuss hängen bleiben? Ey, leck mich doch! Oh! Fuck! Wie hält das Scheißding aus? Oh, ihr Bastarde! Die Bastardpflanze! Schuss verschwendet, aber was soll's. Gut, jetzt habe ich nur noch 2 Schuss. Na klasse, ey, das ist ja übel, die Stelle. Doch, doch, na klar kannst du den Servertreiber
den Server irgendwo runterladen. Doch, doch. Sicherheit. Auch wahrscheinlich auf der Minecraft-Seite, denke ich. Ist nur, glaube ich, immer so, dass die Server-Software bei Weitem nicht so aktuell ist wie das Spiel selbst. Also man muss dann immer eine ältere Version, glaube ich, spielen. Habe ich immer mal gehört. Okay, gut, ich gehe erstmal. Ja, ich gehe erstmal hier hin. Zu den zwei Schleckern. Nee, muss nicht mieten. Die Software gibt's so. Ich habe doch hier einen PC stehen, der langweilt sich seit Monaten zu Tode, weil er nichts zu tun hat. Der freut sich über die Arbeit. Doch, doch, das kriege ich schon hin. Also das ist nicht so das Problem. Alles eine Frage der Zeit. Pisser. Dreckschweine. Nein, der lebt ja noch, das Luder! Der dumme Nazi. Oh, fuck yeah. Awesome. Ja, damit. Alles mein. Ach stimmt, du hast ja auf der PS4 Gameboy, ne? Stimmt. Ja, okay, komm. Nehmen wir halt noch so ein paar blöde Speicherdinger hier. Jetzt ein bisschen mit mehr gerechnet. Was ist denn das hier? Material has been destroyed by the plant. Toll. Und, oh, yeah. Himmelhilfe. Was? Moment. Da oben ist doch noch was Blaues. Nee, ist auch nichts. Schade. You unlocked it. Cool. Jetzt auch keinen Grund, hier jemals wieder reinzugehen, oder? Knife only. Ach, Mann, ist das Ding wieder dreckig. Kein Wunder, dass ich so schlecht spiele. Kein Durchblick hier. So, was war da drüben? Nix. Ja, du bräuchtest es auf den PC gehen, wo das stimmt. Und eigentlich läuft das doch auch auf einem ziemlichen Kack-PC. Also man braucht noch nicht mal einen besonders guten, oder? Für Minecraft. Zumindest wenn man nicht irgendwelche Mods installieren will. Aber ich mag Minecraft eigentlich so in der Grundversion. Gefällt mir das am besten, als mit irgendwelchen schicken Mods und Shader-Effekten und so weiter. Ich mag eigentlich den Retro-Stil von Minecraft so, wie es ist, ganz gerne. Your first thought about the knife was, at least you run faster. I don't think so. Ich bin mal hier. Das ist aber sehr geil, dass hier so viel reinpasst in das Ding. Komm, da sind noch viel mehr von euch. Meine Hoffnung ist, dass ich mehrere auf einmal töte. Fehlt der Kopf, ja, okay. An. Hier ist das Ding.
Du hast auch noch eine Minimap drauf und Beleuchtungsmod. Ja, ich muss mal gucken. Ich hab's halt wirklich vor 2, vielleicht eher 3 Jahren das letzte Mal gespielt. Ich hab's, glaube ich, gar nicht mehr auf dem PC. Irgendwann ging das dann nicht, weil Java nicht so richtig mitgespielt hat. Und ja, ich hab mir halt wirklich nur mal so eine, eine Burg gebaut. Mehr schlecht als recht. Oder eher so ein relativ hohen Turm. Und dann hatte ich noch am Wasser so eine kleine Baumfarm mir gebaut. Dann war ich aber irgendwann genervt, weil dann immer scheiß Creeper kamen und mir alles kaputt gemacht haben. Das war meine Motivation so ziemlich dahin. Ah, die Disc, genau, die brauche ich da auch noch. So, jetzt geht mal an das Ding. So. Dürft's hier oben schon Visa? Dürft's hier oben schon Visa gewesen sein? Ja, ja. Maroon, hast du auch Minecraft? Wir bräuchten so ein bisschen weibliche Unterstützung, oder? Was meint ihr? Ja, das ist ja lame, oder? Nee, also wenn, dann will ich schon richtig spielen. Nicht hier so Pussy-Modus, dass sie nichts kaputt machen. Dann kann ich auch die Dinger gleich ganz ausstellen. Ah, verdammt, ja, nix. Danke dir. Shit, ich hab den Kack dort in dem Gerät gelassen, ne? Hast recht, oder? Dieses im Hintergrund, du meinst das Alarmgeräusch? Ich finde es eigentlich ganz entspannt. Ja, wir reden doch die ganze Zeit vom PC. Naroon, sag mal, hörst du zu? Also wirklich. Wir reden doch vom PC. Ich hab's doch auch nur für den PC. So, ja damit. Fürs Kochen und für die Deko. Naja, auch das finde ich aber eigentlich ganz cool, dass man halt dann doch auch so, wenn man mit mehreren Leuten spielt, so ein bisschen Arbeitsteilung macht. Der eine baut hier eine Farm auf und kümmert sich um irgendwelche Viecher. Der andere geht in die Minen. Der nächste baut hier was weiß ich nicht alles. Ach, mal gucken, wie das wird. Also ich hätte schon mal Bock drauf. Das kann schon ganz lustig werden. Oder es wird furchtbar. Das werden wir dann noch sehen. Rasierklingen unter den Tisch, Alter. Geht mit euch. Dein Bart mit D, wirklich? Dein Bart mit D. Dein Bart braucht eine Rasur. Was hast du für ein haariges Bart? Ist ja eklig. Alter, lebendiges Bart. Hast du so ein Zombie-Bart oder was? Bist du Schwabe, Sonic? Dann würde das ja passen. Dann kannst du dich mit Cosa zusammentun, ja. Ach du Schweinehund! Es war so klar.
Okay, ich gehe erstmal speichern, bevor ich jetzt da mit dem Disk reingehe. Franke! Franke bist du? Ach so. Franke, na gut, die Franke oder die Schwabe. Das nimmt sich schon auch nicht so viel. Alles dasselbe wie Spurge. Ich würde eh keiner verstehen. Ach. Gibt Schlimmeres, du. Glaub mir. Es gibt wirklich Schlimmeres. So, erstmal speichern. Hier ist gespeichert. Ich passe gerade nur so halb auf. Aber was soll's? So speichere ich halt nochmal drüber. So, jetzt habe ich auf jeden Fall gespeichert. Besucher against Zombies in White Hallway without dodging them. Kind of lazy. And I want to make sure not to die again. Ups. Ja. Achso. Naja, ich kann mich aber heilen, oder? Ja, genug. Nehme ich noch was anderes mit. Ich kann die Disk jetzt auch benutzen, ich muss sie nicht noch irgendwo aufladen. Ah, Disk. Jawohl, hau rein das Ding. Verification Disk confirmed. Awesome. Das war einfach. Du sabbelst jeden in den Langeweile-Tod. War das eine Drohung oder was genau war das? The Western has not yet been completed. Ach so, ich muss da mit der Soße rein. Okay. Ich erinnere mich noch, als Moon versucht hat, mir League of Legends beizubringen. Ich weiß schon wieder nichts. Nee, so schlimm ist nicht. Ach ja, League of Legends. Ich das jemals wieder anfassen werde. Es steht mit Stern. Gut, hier müsste das gewesen sein, wo ich die Soße reinknallen soll. Deine krasseste ist vermutlich nervig sein oder stocklangweilig. Das heißt, du laberst Leute zu Tode oder du langweilst sie zu Tode. Das sind beides sehr qualvolle Tode. Das ist ganz schön hart, du. Granatwerfer, da ist es schnell zu Ende. Aber deine Methoden, die sind... ich weiß nicht, ob das nicht sogar unter Folter fällt, du. Ob das so okay ist. Will you push the switch? Na klar, drücke ich da drauf. Sieht gesund aus. You've taken the Wasser. Schön. Und jetzt kommt doch bestimmt gleich der Dicke. Ahne es doch. Legends ist dein Suchtmittel Nummer 1, Demis. Ja, ich habe ja auch mal ein bisschen gespielt, aber irgendwie, ich weiß auch nicht.
ist schon mal ganz cool und so, aber... Ja... So richtig ist es dann doch nicht meins. Soll ich nochmal speichern? Nee, ja, das ist Quatsch. Das wäre ja Blödsinn. Also ich kann schon die Faszination von League of Legends so ein bisschen nachvollziehen, aber... irgendwie habe ich dann bei solchen Spielen immer das Gefühl, als hätte ich keine Zeit mehr für andere. Genau dasselbe mit irgendwelchen MMOs. Gut, was gibt's jetzt hier drin? Die fressen halt immer sehr viel Zeit, solche Spiele, ne? Und dann hätte ich jetzt hier Resident Evil nicht zocken können. What? Jetzt fängt's an hier, die Scheiße! Ja, guck dich mal noch eine halbe Stunde um jetzt hier. Jetzt ist aber mal Stress angesagt, Kind. 5 Minuten. Plantform Elevator. Awesome. Geh ich die Tür rein, sind es plötzlich noch 5 Minuten. Will mich doch verarschen hier. Huge lift used to... Ja. Na klar, wir... Gott, lass dir mal noch Zeit. Ach nee. What? Der wird ja mal größer. Nein! Wow! Du Bastard. Ach, sie trifft aber auch... Nichts! Ah! Gott verflucht nochmal. Oh. Was? Das war's schon. Das war doch noch besser. What the fuck? Alter, jetzt wird er zum Hund. Okay, geil. Oh! Ja, genau! Jetzt hat er mich in die Ecke gefickt hier! Oh, es ist ein Arschloch! Ich komm nicht raus! Oh! Oh! Nice. Oh! Bastard. Oh! Pissvieh. Scheiße, ich hätte mir Heilung mitnehmen sollen. Ich hätte geahnt, wer du. Nein. Ah! Oh, Scheiße! Macht das überhaupt Schaden an dem Drecksding? Richtig. Oh Gott, bitte nicht nochmal evolven. Oh, Scheiß, 2 Minuten noch. Der lebt doch noch, der Bastard, aber ich habe keine Zeit. Fliehe ich jetzt ohne die 2 anderen? Nee, hä? Ganz dumm, wenn jetzt was passiert, hier bin ich tot und dann muss ich nochmal gegen den kämpfen. Ach, jetzt bin ich wieder hier oben, oder? Nee, okay. Ach, toll.
Komm, spring! Hat sie es geschafft? Natürlich! Coole Sau. Jetzt klatsche ich die Soße rein. Shit, ich war gar nicht mehr bei der Motte hinten. Sherry's unconscious. I have the antidote. If I give it to her. Claire, what's happened? Not now. Come on, Sherry, wake up. Wake up. Please wake up. Gegeben oder gespritzt oder? Claire? Where am I? It worked. It worked. Awesome. Das Voice Acting. Yeah. Fuck yeah. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. The beginning of the end. Ah, my God has protected you. It will always be with you. Ain't in heaven. Claire. Sherry. Mami! Fuck, was ist das? Oh! Claire! Sherry! Oh, I love you, Mami! Mensch, das war's schon. Okay, krass. The acting is still a step up, yeah. It's still awful, but... It's a step up, I guess, yes. That's it. Krass. Na gut, wir haben ja fast nur eine anderthalbe Stunde, dann fange ich auf jeden Fall jetzt noch mit Chris an. Das war jetzt auch sehr viel schneller, ne? Für den ersten Teil habe ich 14 Stunden gebraucht, hier 8 oder 9 oder so. Nee, nix Zero. Habe ich nichts vorbereitet, Cosa. Krass. Ey, ja, aber sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, was jetzt bei Chris anders ist. Schönes Ding. Auch wenn der erste Teil gruseliger war in sich, auch durch die Location. Das hier war ja alles relativ hell. English Script. Ah, ich habe schon gehört, ey, in irgendeinem Game One Podcast war das, dass es ein Ende gibt, wo dann so ein Badass Rockmelodie kommt. Irgendwas so. Das will ich schon noch hören. So ein schlechter Spruch am Schluss. Now it's time to. To kick Umbrella's ass oder sowas und dann setzt so eine Schweinerockmugge ein, da habe ich ja schon Bock drauf. Alleine das ist, glaube ich, wert. Bald kommt der Speedrun, ja. So ungefähr. Kann nicht mehr lange dauern. Directed by Hideki Kamiya. Unter 2 Stunden packen. Eieiei. Na, das schaffe ich, glaube ich, halt nicht mehr. Auch nicht in nächster Zeit. Resident Evil 2. Cool. Okay. Und jetzt? Ist das ihre Mom? Oder ist das Claire? Congratulations, Ranking D! What? Bullshit! Buh! So verarsche, 6 Stunden bin ich hier durchgerast durch das Spiel. 17 Mal gespeichert. Ach, komm. Ranking D. Oh. Beschiss, wa? Gibt's ja nicht. Ach, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Ah.
Das war mindestens ein C, oder? Also mal ernsthaft. Leon B. 00. Claire Story. Load Game. Resident Evil 2. Muss ich jetzt hier laden, oder? Long and Easy Data from the original game. This is the safe data of Leon's story. Ja, gut. Muss ich jetzt erst ins Hauptmenü oder was? Wie komme ich denn hier raus? Original Game? Claire Story. Ah, hier. Leon's Story. Yes. Für unsere Herde. Sehr gut. Sehr gut, Nerone und Kane. Sehr schön. Okay, ich mache noch mal eine kurze Pause und dann fangen wir mal mit Leon's Story an. Bis gleich.